So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt im War Thunder bei meinem, sag mal, historisch gesehen, Lieblingsflugzeug, der U-88, wo mein Großvater mitgeflogen ist. So eine Die-Maschine vom KG-51 mit den Rumpfbändern der Ostfront. Mein Großvater flog ja im KG-3 im Blitzgeschwader. Aber ich mag das Flugzeug trotzdem, obwohl es bei War Thunder Geschmackssache ist, das zu fliegen. Ja. Wie gesagt, eine wunderschöne Ansicht. Aber ich bin nicht so aktuell unterwegs bei War Thunder bisher gewesen. Das Gruppbild von DLAN, wie gesagt, motiviert mich dazu. Und ich habe natürlich zugeschlagen. Natürlich Premium. Da war was im Angebot 50% ja, gesenkt. Und dann habe ich mir mal 90 Tage gegönnt. Ich muss jetzt mal zuschauen hier, könnt ihr mal mit mir reinschauen, bei den Germans, bei den Deutschen, liebe englische und amerikanische Abonnenten, jawohl, ich habe ein paar deutsche Flugzeuge, aber das ist jetzt noch nicht der Knaller, der Kracher, Rang 1 gibt's, habe ich voll gemacht, ja genau, Rang 2, oh, schwer magern, das wird auch eine ganze Weile dauern, ich muss natürlich Flugzeuge zusammenbekommen. Ah, die ich auch als Modell besitze. Das wird eine ganz schöne Arbeit. Ein paar amerikanische Flugzeuge habe ich auch, aber da muss ich ehrlich sagen, da sieht es bei meinem Modellbaubestand ein bisschen schlecht aus. P36, nö, habe ich eigentlich nicht. Schauen wir noch mal kurz bei den Sowjets rein, den Russen. Sieht auch nicht viel besser aus, LAGG. Eine LAK 3. Nee. Habe ich nicht. Und SB. Wo ist dann hier unten? Wird es dann spannend. Eine JAK 9 habe ich, glaube ich. Eine IL-2 habe ich. Ausführung M. Eher nicht. Also das wird auch mächtig, mächtig schwierig. Engländer, mein lieber Mann. Da wird es auch recht dünn bei mir. Aber trotzdem, ich habe immer noch, wenn ich aufs Heer gehe, noch ein paar Panzer freigespielt. Wie gesagt, Rang 1. Ich habe mich da nicht so besonders gekümmert, aber das Spiel macht schon Spaß, weil ich bin ja mehr der World of Tanks Mensch oder World of Warplane oder World of Warship. Aber danke, Telan, was mich mal inspiriert, da mal länger reinzuschauen. Ja, es macht schon Spaß. Es hat da ein bisschen was Plus und für sich. Also Valentines hier bei den Briten, Matilda, Cromwell, ich glaube. Da werde ich fündig, aber in meinem Modellbestand bei den Russen sieht es halt so aus, dann hier oder bei den Sowjets hat sich auch noch nicht viel getan. Gehen wir noch bei den Deutschen rein oder Germans, jawohl, ein Stuck, schön, habe ich. Aber Panzer 4 und ein Marder, nee, Marder auch nicht. Ja, ich habe so gesammelt. Ich habe dann, wo ich mein Hobby wieder angefangen habe vor einem Jahr, mich bei Auktionenplattformen so ein bisschen umgeschaut und ein paar gute Sammlungen aufgekauft. Das heißt aber, in der Regel von 10 Stück sind 8 Flugzeuge und 2 Panzer. Ja, vielleicht noch ein Schiff dabei oder ein paar Flugzeugträger, ihr wisst ja selber. Also mehr Flugzeuge als Panzer. Und ich glaube, Flugzeuge liegen mir auch als Anfänger ein bisschen mehr. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Flugzeug werden. Bei den Japanern, jetzt schauen wir nochmal kurz. Ha, ganz übel. Ich glaube, da habe ich nichts. Ich muss überhaupt mal schauen, was ich an Japanern habe. Ja. Nee, ihr sollt bloß mal reinschauen, wo ich hier rumackern muss. Der DLAN hat die Latte immens hochgesetzt, sag ich mal. Als War Thunder Anfänger wird es schwierig, in den nächsten Monaten noch was zu erspielen. Und wenn ich hier einen Japaner habe, schaue ich mal, ich glaube rechte Maustaste. Bedienung ist mir noch nicht so führend. Modifikation, Besatzung, was war's? Ich glaube, Individuali Gedöns. Genau, und dann kann man, glaube ich, hier 4 Abzeichen verballern. Ja, ein Japaner wird es bestimmt nicht. Aber schau mal, habe ich da. Oh, da habe ich schon ein paar Sachen. Aber die mit dem Pinsel, das würde gehen. Nur eins draufklatschen oder eine Lotusblüte, eine halbe. Das müsste eine Lotusblüte sein.
Ja, ich habe noch nicht so viele persönliche Sachen halt mir erspielt. Schauen wir mal Interesse halber nochmal bei die Germans oder Deutschen. Jawohl. Nehmen wir die U88 A4 mal wieder. Das ist sie. Und wie war das nochmal? Rechte Maustaste Modification oder Modifikation? Nein, das war es nicht. Hier drauf individuelle Gedöns. Standard. Boah, da muss ich. Moment, da gibt es was für. Schaue ich mal offline dann rein. Ich glaube, das interessiert euch nicht. Achsenmächte, Embleme. Oh, das sieht gut aus, aber das ist alles fast Gold. Ah, oh, es muss nicht sein. Es sei denn, ja, Blitzgeschwader 3 ist nicht dabei. Dann werde ich mir wohl nichts kaufen. Dann werde ich wahrscheinlich hier was anderes nehmen. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich bei mir ein Modell werden, was ich doppelt habe oder so, was ich dann auch wieder schön verhunzen kann, wenn es online nicht wirklich gut klappt. Wollen wir vielleicht noch eine Runde fliegen? Also, die Lebenszeit könnt ihr euch ersparen eigentlich, aber wenn ihr Bock habt, mir zuzuschauen, ich stoche halt mal ein bisschen rum. Vielleicht hat der eine oder andere Bock, mal mit mir zusammen zu fliegen. Ich glaube nicht. Wenn ihr mich da seht, wie ich da rumgurke, befürchte mal nicht. Ich nehme meine aktuelle Konfiguration. Rang 1, Rang 1, Rang 1, Rang 1. Da muss ich mir auch schon mal reinfuchsen, wie das funktioniert. Eine Focke Wulf 190 hätte ich wirklich sehr gern. Oh, die liegt auch nicht mehr so fern. Aber eine A1 habe ich schon nicht. Eine A4 hätte ich dann eh. Und eine A5. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Also, gehen wir in die Schlacht. Was habe ich nicht? Panzerschlachten, Arcade. Ja, es wird wohl nichts. Auch da muss ich mich dran gewöhnen. Naja, dann schauen wir mal, wie schnell dann ein Spiel zustande kommt. Könnte ich noch was Füllendes irgendwie sprechen oder soll ich einen Schnitt machen? Schauen wir mal. Wenn mir jetzt noch was einfällt, texte ich noch ein bisschen rum. Ansonsten Schnitt. Ja, nö. Also, die U87, uns geht schon los. Ich kenne die Karten nicht auswendig. Ich weiß, hier kann man noch ein bisschen rumstellen. Tarnanstrich, da mache ich eigentlich nie was. Also schlag dir jetzt nicht die Hände vom Kopf oder so. Ich spiele eigentlich nur Just for Fun und die Statistik ist mir Wurst. Wenn es Spaß macht, macht es Spaß. Und es gibt so Tage, da fährt man mal keinen Panzer, weil es einfach kein. Sp Nee, das funktioniert halt einfach mal auch mal nichts. Flugzeug läuft momentan ganz gut. Machen wir mal eine Drehung. Es geht ganz schön ruckelig. Da schaue ich dann immer nur, ob es halt tut. Sprich, wie agil das Flugzeug ist. Muss ich vielleicht noch ein bisschen mit dem Sound runtergehen. Grafikton, Bild. Musik, Web Radio, war kein Mensch. Vielleicht da noch ein Stück runter gehen. Fortsetzen. So, jetzt höre ich den Gefechtslärm nicht so. Ist hoffentlich nicht so im Vordergrund wie mein Gesabbel. Wenn er aber sagt, lieber Gefechtslärm laut als dein Gesabbel, dann muss ich das mal ändern. Aber ich glaube, Let's Plays werde ich nicht drehen. Obwohl das ganz einfach ist, ne? Also bei irgendwie Modellbau. Licht und Gedöns und was weiß ich. Let's Play einfach hier halbwegs gescheit konfigurieren und ein bisschen nach unten taumeln gerade mit dem Flieger. Ja, Let's Play scheint mir, wenn man so halbwegs Einstellungen erwischt und ein bisschen gut drauf ist und ein bisschen was sammeln will, reden, dann ist man ganz schnell dabei. Sage, oh, du hast dich am Flugzeug zerstört, gibt's ja gar nicht. Glücksschuss. Nee, keine Angst, das wird nicht so weitergehen. Ich habe da ein bisschen mit dem Vorhalten Problem. Und ich kenne auch nicht alle Parameter, wo man sagt, ja, du musst 0,4 vorhalten oder was soll der Geier. Und näher ran, näher ran, näher ran, Eisenbahn. Jo, ich werde, glaube ich, beschossen. Dann tauchen wir mal kurz ab. Und da unten ist das nächste, der Hydrant.
Ich habe ihn erkannt, den Hydrant. Aber die Munition war alle. Ihr seht oben auch den Munizähler. Oh, und der Junge fliegt mir auch noch durch vom eigenen Team. Respekt. Jetzt bin ich kurz sprachlos. Warum? Weil ich bin orientierungslos. Die Minimap gefällt mir gar nicht, weil das ist für ältere Leute nichts. Ich hätte sie gern größer. Habe ich es jetzt noch nie gefunden, wo ich sie größer stellen könnte, wo ich dann durchblicken könnte. Ist ein bisschen Instinkt so zu fliegen. Ist was hinter mir, vor mir. Rückansicht umschalten, weiß ich jetzt auch noch nicht. Also ich fliege wirklich bloß instinktiv hier durch die Pampa. Wo sind die? War Stalingrad, glaube ich, oder? Wo bin ich jetzt hier? Oh, ein Bomber! Oder jedenfalls einer wahrscheinlich mit Heck. Nee, ist ein Hund und ein Heinkel und der 12V. Keine Ahnung. Ja, Modelle kenne ich auch nicht auswendig. Bin froh, wenn ich meins halbwegs kenne. Was auch schon wieder ein bisschen durchlöchert ist. Und rum und die Litfaßsäule. Schaffe ich das da rum? Ich habe da nicht so viel Lust, da einem hinterher zu fliegen, wo schon zwei dran kleben, weil das schreit nach Flugzeugkollision. Ein bisschen. Das habe ich so gelernt in der letzten Woche. Da halte ich mich lieber zurück und sage, tauch ab, scheiß drauf, kümmere dich um so Einzelgänger. Weil wenn da so roter Pulk ist wie hier, halte ich mir auch lieber raus, wenn es nicht anders geht. Also wenn es nur eine rote Wolke gibt, dann gut rein und dann die Ränder, die Jungs abschießen, versuchen. Aber jetzt ist mir der Flügel abgeschossen worden und raus die Maus, aus die Maus. Hoffentlich hast du einen Fallschirm mit, Junge. Und ab geht er. So. Zwei zwischen Luftziele und dreimal Abschusshilfe. Was nehmen wir jetzt? Die 110, nehmen wir kurz. Die habe ich auch schon ein bisschen lackiert. Da habe ich was gefunden. Da habe ich natürlich die Blitze drauf gemacht von KG3. Und hinten mein Lieblingsgetränk, ein paar Biergläser. Ja, und ich mag die Firepower nach vorn, also die Feuerkraft nach vorn. Aber wenn da mal einer mich frontal anfliegt, dann sieht es böse aus, wenn ich jetzt hier reinschaue. Vierte Position. Schauen wir mal, ob wir jetzt wieder Glück haben und einer auf mich. Nö, frontal hält keiner auf mich zu, dann tauchen wir mal wieder ab. Und gehen ein bisschen mit dem Speed runter. Finden wir noch irgendwas? Eine MiG. Aber wie gesagt, kein Profi. Ich. Naja, ihr seht schon. Das ist ein müdes Gestoche hier. Und alles kreist um mich rum. Die 110. Ich finde, am Anfang hat sie eine gute Position, wenn du in so einen Pulk frontal reinfliegst. Am Anfang. Ab dann wird es ein bisschen schwierig, Ziele zu finden. Kommt natürlich aufs Niveau an von den Opponenten. Oh, oh je. Auch ein blinder Metal Storm findet mal ein Opfer. Glückwunsch. Ah, ihr wollt mich bestimmt nicht im Team haben. Jetzt können wir richtig remunitionieren, also ja. Ich hoffe, 8 Bomben habe ich noch. Gibt es irgendwo? Nö, gibt es nirgends was. So, der ist locked. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ich glaube, er muss näher ran. Oh, den hätte ich gern. Den hätte ich echt gern. Na, den habe ich auch. Aber ich glaube, jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt werde ich gleich irgendwo einschlagen. Mit 2G in den Erdboden. Ah, der kommt mir auch vielleicht noch rein. Nein, der kommt mir nicht rein. Da bin ich zu lahm. Apropos lahm, eine Dose 17 da hinten. Ich mag das Ding auch. Die A35 sagt mir gar nichts, da weiß ich noch gar nichts, auch zerstört. Respekt.
Und, ach, schade. Die Doe 17 hätte ich gern angeknabbert. Auch die mal... Oh, das ging durch den Baum. Aber Respekt. Komm, ich hau mal die Bomben weg. Abschusshilfe fern. Und runter geht's. Und, ja, genau. Ist zwar schon am Boden, aber haut noch mal einen drauf. So, ich bin mal gespannt, ob die Aufnahme noch wirklich läuft. Kann natürlich auch sein, ich habe mein Mikro ausgemacht. Hey, ich habe ja noch eine B509, also rein damit. Oh, crash the developer exception.